Zutaten für 6 Personen 400 Gramm dicke Suppennudeln, 500 Gramm Hühnerbrust, Salz und Pfeffer, 100 Gramm kleine Pilze, Klammer auf Eierschwammerin, Champignons je nach persönlichem Geschmack, Klammer zu, 100 Gramm Bambussprossen, 3 Karotten, 150 Gramm Chinakohl, 6 Esslöffel Öl, 120 Milliliter Reiswein, 2 Esslöffel Sesamöl, 3 Esslöffel Sojasauce, die Nudeln in Salzwasser 8 Minuten kochen, abseilen und warm stellen. Die Hühnerbrust waschen, trocken tupfen und in 3 breite Streifen schneiden, leicht salzen und pfeffern. Die Pilze putzen, in einem Sieb waschen und abtropfen. Las Senior die Bambussprossen putzen, waschen und in Stück schneiden. Die Karotten schälen, waschen und in Streifen schneiden. Den Chinakohl waschen und grob schneiden. 3 Esslöffel Öl in einem Wok heiß werden lassen und das Gemüse darin 5 Minuten rösten. Mit Reiswein aufgießen, mit Salz und Pfeffer würzen. Zuletzt das Sesamöl und die Sojasauce unterrühren. 3 Esslöffel Öl in eine Pfanne erhitzen, die Hühnerstreifen darin anbraten. Das Hühnerfleisch aus der Pfanne nehmen und zum Gemüse geben. Die Nudeln dazugeben und mit dem Hühnerfleisch und dem Gemüse gut vermischen. Auf Tellern anrichten und heiß servieren. Zubereitungszeit ca. 25 Minuten.